Hola Algorfa, der FCA startet im sonnigen Spanien ins neue Jahr 2023 und reist zum Auftakt ins Trainingslager. Nach einer kurzen Weihnachtspause fiel der Startschuss bereits am frühen Mittwochmorgen. Nach Ankunft hat Cheftrainer Enrico Maaßen zum ersten Training gebeten. Insgesamt sind 34 Spieler mit an Bord, um sich auf den Rückrundenstart am 22. Januar beim BVB vorzubereiten. Ja, schön, wieder auf dem Platz zu stehen. Wir haben hervorragende Bedingungen, tolles Wetter, einen tollen Platz, ein tolles Hotel. Also super Voraussetzungen, um uns jetzt auch gut vorzubereiten. Mit dabei ist natürlich auch Winterneuzugang Arne Engels. Der 19-Jährige hat erst am Vortag beim FCA unterschrieben und kann seine neuen Teamkollegen nun ausgiebig kennenlernen. Der Belgier war zuletzt für Brügge aktiv und kam vor allem im rechten Mittelfeld zum Einsatz. Er ist sehr ruhig, sehr besonnen, genau das, was wir auch an ihm mögen. Er hat eine sehr gute fußballerische Ausbildung, ist sehr vielseitig einsetzbar, hat gestern schon einen sehr guten Eindruck hinterlassen, heute wieder. Wir sind sehr froh, dass Arne sich für uns entschieden hat und ich glaube, dass er eine tolle Perspektive hier bei uns hat. Ebenfalls in Spanien der FCA-Nachwuchs. 7 Spieler aus der Paul-Renz-Akademie schnuppern im Trainingslager Profiluft und dürfen sich hier zeigen und beweisen. Die Jungs haben sich verdient. Sie haben über das ganze Jahr immer wieder bei uns viel Trainingszeit bekommen. Sie haben das ein oder andere Testspiel mitmachen können, so ja auch schon in dieser Winterpause. Haben es gut gemacht und sind völlig verdient hier dabei. Und gucken wir mal, wer sich so ein bisschen auch noch in den Vordergrund spielen kann. Bis zum 12. Januar stehen neben zahlreichen Trainingseinheiten auch 3 Spiele an. Am Samstag gibt es den Doppeltest gegen Union Berlin, am Mittwoch geht's gegen Budapest. Alle Spiele und viele weitere Eindrücke aus Algorfa gibt's selbstverständlich im FCA TV. Auf eine erfolgreiche Woche fernab der Heimat.